It was in the Palace of Ruin I found Nakari, the Keeper of Secrets. His den of excess was no place for mortals. With every step, it whispered promises of all I desire. Like others before me, my soul yearned to be ensnared. But I knew if I succumbed here, he would own me for eternity. I made my revelations quickly before my senses gave way. Yet Nakari found the tale of Bellacor and Ursun tiresome. It was a secret he kept already. As my mind clouded, I made a final gambit. I would guide him through the maelstrom to the bear's deathbed. The bear is tempting. The sorrow of a dying god, yours to treasure. A treasure to cherish. I want it. You will give it to me. One drop of his blood. That is my fee. Advise me well, and you will have your desire. Fail me, and I will have your soul. Und damit herzlich willkommen zu Total War Warhammer 3. Wir spielen das Internet Incarnate, die Archtempter, die Horny Boys. Lead me to the dying god, or it is your sorrow. Rule 34. In real. Archtempter. It seems the great Slanish. Mit ihren Helden, den Archtempter. Against your master, for he despises the Dark Prince most of all. Servants of the Blood God surround your capital. You must act quickly. Regain the Shard Lands from the Crimson Skulls. Their pain will give you meager sustenance, but it is a necessary step to reach riper fruits. Yes. Further south lies sweeter prey. Mortals who worship the ruinous powers inflict upon them pleasure or pain. Warum nicht beides? Should you cross the Kraken Sea and reach Norskar, you will find many mortals to tempt and usurp. However, und dann gehen wir zu Kislev. Machen die auch ein bisschen horny. Exposing your flank to the predations of Skarbrand, Khorne's mightiest bloodthirster. The Eternal Lagoon forms a barrier that will keep him at bay for now. But it is only a matter of time before your armies clash. There is much to do, Bejeweled One. You require a large fiefdom to sustain the divine hosts required to penetrate the realm of chaos. Oh ja. Da gehen wir ganz tief rein. Ja. Noch ein Strategiespiel. Auch etwas, was mich an die Kindheit erinnert. Da war es noch Rome. Total War Warhammer Rome 2. Wahrscheinlich so das erste. Ich möchte eigentlich die Exalted Demonesses so schnell wie möglich. Ich hab's Slaanesh wirklich noch nicht gespielt. Khorne und so weiter. Ja. Okay, da muss ich erst auf 3 kommen. Dann erhöhen wir ganz schnell unseren Income. Growth in Income. Das klingt gut. Haste. Slaanesh, so wie ich das gesehen habe, das sind die Speedy Gonzales Units. Das ist ein sehr Unterschied zu anderen, die ich bisher gespielt habe. Wir spielen auf Hard. Battles und Kampagne, alles Hard. Genauso wie alle Gegner, die gegen die wir kämpfen, die werden auch alle Hard sein. Ah.
Oder altes Lynch. Das ist wieder so die Anfangsarmee, die so ein bisschen zeigen soll. Very fast. Nicht immer noch das andere vielleicht. Bessere Units am Anfang bekommen. Aber es gibt auch welche, die bekommen schlechter. Gut. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hier machen will, ob ich mein ganzes Kampagnen-Movement und so weiter zeige oder ob ich mich hier auf die großen Schlachten eher konzentriere oder ob ich alles zeige. Das könnte dann ein bisschen seltsam werden. Auto-Resolve vielleicht vieles dann. Wir haben keine Range, das ist irgendwie bei den ganzen Demon etwas seltsam. Okay, keiner. Heat Shield. Okay. Bei den ganzen Demons ein bisschen. Okay. Einer von denen hat eigentlich fast nur Range. Wo ist unser Lord hier? Start Deployment. Captives taken in battle make excellent playthings for the Prince of Pleasure. The blessings of Slaanesh will multiply as enemies fall before you. Mm. A flurry of talons. Flow. Sick and sin. Ja. Versuchen die ein bisschen zu umrunden. Push durch. Und. Oh, ihr die noch. Bin drauf. Unsere Chariots hier schön immer in Bewegung halten, immer durchfahren lassen. Arch-Tempter! Okay, das war's schon. Im ersten Battle. Killt mir bitte mal den Lord. Chariots könnt ihr da mal reinballern, schön. Melee-Battle sind wahrscheinlich Korn. So als Blood for the Blood God. Bisschen stärker als Lynch. Da haben wir schon den ersten Kampf gewonnen. Der war natürlich jetzt extrem easy. Hätte man wahrscheinlich, wenn man es ein bisschen cheesen will, mit weniger Losses gemacht. Das ist jetzt auch ein bisschen andere Strategie als zum Beispiel Rise of Nations. Keine Ahnung, was mir hier was bringt. Komm, machen wir uns mal die Votes. Das klingt gut. So ein Held bekommt man immer, wenn man so den Anfangskampf gemacht hat. Das hier ist jetzt Fantasy. Aber da gibt es natürlich auch Strategiespiele, die Fantasy mit in sich haben. In sich haben. Ah, wenn man Slender spielt, kann man immer doppeldeutig denken. Ja. Wie gesagt, das ist hier Fantasy im Gegensatz zu
echt, aber es gibt auch Total War historische Spiele mehr. Mag das ja aber, dass hier so viele Fraktionen gibt und Warhammer ist sowieso eine Fantasy, dass ich eine Fantasy-Geschichte, die ich sehr mag. Ich möchte Buildings, Experience, Growth. Growth ist doch für einen Anfang immer gut. We are beauty. Was machst du? Oh. Pain for pleasure, interessant. Bisschen Schaden zu unseren Units geben, um sie ein bisschen stärker zu machen. Demons of the Crimson Skull. Das habe ich vorher nicht gelesen. Wind Control ist negative. Wir haben gerade negative Control, weil Korn. Wir haben zu viel Korn hier. Wir müssen die ganzen Korns zerstören. Blood for the Blood Gods. Skulls for the Skull Throne. Milk for the Corn Flakes. Hier noch? Sind die billig? Nicht billig genug, okay. Hier ein Banner Charge Bonus. Oder sollte ich das für Charge Bonus vielleicht eher auf... Ich mach das wieder weg. Ja, okay. Auf die hier. Bei Battle als Finish darf man schön sich immer ein paar Units vom Gegner klauen. Im Story-Modus. Weil wir die so anziehen, dass sie dann für uns kämpfen. Das heißt, wir dürfen die jetzt als Kanonenfutter benutzen. Ja, toll. Bisschen Gegner seducen, hm? Gut. Dann sehen wir uns gleich. Ah, da sind wir schon aufgestellt. Ich habe mich jetzt entschieden, unsere Bloodletters hier ein bisschen als Kanonenfutter hier reinrennen zu lassen hinter den vom die Marauders. Marauders. Slanesh, also Menschen, die zu Slanesh gefallen sind. Und unsere Hauptgruppe marschiert hier ein. Und da sehen wir doch mal, wie es wird. Alle außer die könnt ihr mal bitte nicht schneller. Was an diesem Warhammer anders ist als am Warhammer 2, falls es einer von euch kennt und den Unterschied nicht so genau weiß, hier gibt es viel mehr von diesen Settlement Fights. Also man muss hier viel mehr in solchen Mini Städten kämpfen. Was ich ein bisschen finde, aber I guess Leute, die es mögen. Wahrscheinlich später als Empire macht es dann sehr viel mehr Spaß. Gut, komm. Komm, Archtempter. Was kriege ich hier? Mal sehen, was das macht. Schauen wir da drüben. Bonnie Boys. Ah! Bin ich aufgepasst, meine Kavallerie, die sehr squishy ist. Ah. Warum haben die auch so squishy Kavallerie? Erinnert mich an Kislev, die haben auch so einfach nur ein paar Leute auf dem Pferd.
Ah, das sind aber Marauders, das sind gar keine Demons, das heißt... Hier haben wir jede Unit. Ja, das sind unsere, die wir zu Dust haben. Jede Unit hat auch... Hier, Leadership. Ich wollte es gerade in Deutsch übersetzen. Und je... Ah, wenn sie das verlieren, rennen sie entweder weg, aber Demons können nicht wegrennen. Wenn die kein Leadership mehr haben, dann fangen die an zu despawnen. Zurück in ihre jeweilige Hölle zu gehen. Ah, Korn. Die Nahkämpfer. Vom Herrn. Wo ist denn das Hauptziel? Ja, das Hauptgut. Gehen wir da mal hin. Was? Kann ich jetzt nicht da? Sind meine, ich dachte, wären die hier. Ja. A Dance of Pain. Pain and Pleasure. Ja, diesen neuen Settlements ist es halt auch so, dass überall diese Tower Plays geplaced werden können. Was so viel Schaden macht. Früher auf so kleineren Maps zu spielen, war viel besser. Früher konnte man auch die Defenses einfach irgendwie so hinzeichnen, was ich auch toll fand. Das geht jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Es gibt so feste Punkte, wo man es hin machen kann. Oh, hier ist deren Lord. Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord. I'm Lord. Lord, Lord, Lord. Wer wird wohl gewinnen? Ein kleiner Demon oder der Arch-Tempter? Ist noch unentschieden, glaube ich. In Battle, genau. Jetzt, weil es ein Settlement war, können wir uns entscheiden, ob wir es einnehmen wollen. Zerstören oder plündern. Oder plündern und einnehmen. Ich nehme es einfach mal ganz schnell ein. Wir müssen nämlich hier schön kornlos werden. Den wollen wir nicht mehr in unseren Ruinen hier haben. Shardlands into your domain. And from there you can spread southwards towards mortal souls. Ah, guck mal, die haben wir nicht verloren. Mehr Arch-Tempter. Mehr Dämonen. Brauchen sie alle. Nein. Erstmal hier bleiben. Casualties captured post battle. Das klingt gut. Das brauchen wir gerade ein bisschen. Haben wir. Machen wir erstmal das. Weiß nicht, was das Beste hier ist. The Tempter Lord. I am Lord. Lord, Lord, Lord. Gut. Ich möchte eigentlich euch noch so ein richtig großes Battle zeigen. Ich hoffe, dass wir irgendwo noch einen Corny Boy finden. Summon Disciple Army. Keine Ahnung, was das ist. Nö. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo entstehen sollen und noch ein paar Demons rekrutieren. Wäre smarter gewesen. So, die sind jetzt in Force March. In Force March rennt man weiter. Aber die Units sind im Kampf. Danach erschöpft. Ich würde die gerne in Sir. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt dort fighten.
Oder möchte ich das so fein? Die muss ich da drin fallen, gell? Ja. Ist ja was. Einmal gespeichert. Einmal probiert. Wen seduzen wir? Haben wir überhaupt noch Gold? Sind das Hunde? Ne, sind nur Chaos. Sind nicht Hounds auf Horn. Guck mal. Okay, das würde ich verlieren, wenn ich auto-resolven würde. Sollte gehen. Wir sollten da durchkommen. Wird wahrscheinlich nicht so ein... Hier. Da haben wir eine große Stelle, wo wir reinmarschieren können. Wir wollen sie nämlich auch von hinten angreifen. Ja, unsere ganzen... Demonesses sind gut von hinten. Ah, ja. Demonesses spielen und Wortwitze gehen einfach 1:1 in die Hand. Haben wir hier welche? Ja. Machen wir uns zum Meat Shield. Lassen wir die hier fighten. Mit der Hilfe von den Korn. Ja. Die benutze ich diesmal vielleicht besser. Aber nur vielleicht. Da schaue ich mal, wo ich sie rein. Baller, wenn ich... gegnerischen Truppen sehe. Yet I advise caution. You face an entrenched enemy that has had time to prepare. Be wary. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wie man das macht. Ich habe die Kampagne schon ein paar Mal gespielt. Archtempter. Me Boy. Jetzt haben wir ein bisschen. Ein bisschen Magic. Das sind nicht wir, das sind nicht wir. Ah, das ist gar keine Magie. Ich dachte, das wäre hier irgendein geiler Zauber, der sich gerade auflädt. Wir spielen gegen Korn. Fällt mir gerade auch rein. Korn hat keine geilen Zauber. Weil Korn denkt sich, wer braucht Zauber, wenn er Leute da drauf schmeißen kann. Nein. Die dürfen nicht stehen bleiben. Chariots niemals still lassen. Immer in Sachen reinballern. Und dann rausziehen. Was macht unsere Corny Boys? Mit Fight ein bisschen, okay. Yes, yes. Freue mich schon, wenn wir dieses Game Immortal Empires rauskommen. Das heißt, wir bekommen eine riesige Map. Mit allem bisher releaseden Zeug. Wenn man es gekauft hat, das ist natürlich hier für die, die Total War kennen. Da ist fast alles ein DLC. Ist ja leider so. Was macht eigentlich hier? Seid ein bisschen stuck, kann es sein? Lightful. Tempting.
Ah, das sind meine Kavallerie. Kein Wunder, dass die am draufgehen sind. So reinballern. Die muss man eigentlich die ganze Zeit Cycle chargen. Das heißt, reinrennen lassen. So 15 Sekunden sind es, glaube ich, drin lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit sie die ganze Zeit ihren Charge-Bonus haben. Ist bei denen hier wahrscheinlich auch so. Hellstridos! Nehmen wir mal das, sind jetzt auch mal nicht mal durch. Die haben gestoppt. Nicht stoppen. Never stop, always drive. Nicht stoppen. Weiterfahren. Heft den mal, Boys. A perverse indulgence. Seeking Slanesh's embrace. Finding fresh souls. Friend. Dient. Ich vermute, dann kommt auch irgendwann später das Blood for the Blood Gods DLC raus, das heißt, sie bekommen dann noch schöne, mehr blutige Animationen. Das ist aber immer ein DLC, das es in China nicht gibt, seltsamerweise. Seltsam, oder? Driven by pain. Komm. Du musst es doch hier dazu gehören. Die Units sind gar nicht das Problem, es sind diese Viecher, die das Problem sind. Diese Türme. Die machen den einzigen Schaden. Die Units, mit denen komme ich easy klar. Aber mit den Türmen. Und die kann man nicht mal... Nein, doch, kann man zerstören. Das wäre eine Lüge, wenn ich sage, die kann man nicht zerstören. Aber sie können halt einfach so zwischendrin mal gebaut werden. Dann sind sie nicht leicht zu zerstören. Ja, der ist schon am Burnen. Wie gesagt, er hat kein Leadership mehr. Das heißt, er despawnt jetzt. Ja, fahrt doch da mal rein. Meine Thrifty Boys. Ich bin jetzt auch leider kein Legend of Total War, dass ich 100% weiß, wie man sowas am besten spielt. Aber wir haben keine Unit verloren. Das heißt, sie können sich alle wieder hochheilen. Das ist vielleicht nicht ein guter Sieg, aber ein Sieg nonetheless. Mehr Demonesses. Wir haben ein bisschen Corruption. This will slaughter many. Pendulum wurde zwar ein bisschen genervt, der Spell, glaube ich. War die Steel gut? Steel gut. Blood Mountain. Gut. Da marschiert unsere Armee als nächstes hin. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich möchte
vielleicht noch ein paar Kämpfe euch zeigen. Weiß nicht, ob ich dir die ganze Kampagne, ob wir vielleicht auch gar nicht die ganze Kampagne sehen wollen. Das kann natürlich auch gut sein. Ja. Aber man hört sich beim nächsten Mal. Schreibt mir einen Kommentar, wie euch das gefällt. Ob euch das gefällt. Liken, dislike. Hilft mir auch dabei, das zu determinieren. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.